Entschuldigung? Kennen Sie sich hier im Haus aus? Ich glaube schon, ja. Ich suche eine Frau. Ilona Baumgarten. Kennen Sie die? Ja, kenne ich. Oben, dritter Stock, rechts. Drei Kinder, glaube ich. Sieht ein bisschen asiatisch aus. Hat, glaube ich, den Namen von ihrem Mann oder Ex-Mann angenommen. Die sind geschieden. Ist irgendwas passiert? Ich war öfter Polizei wegen der Jungs. Die sind ein bisschen pubertär. Ach so. Nee. Es geht um häusliche Gewalt. Hm. Haben Sie da vielleicht irgendwas bemerkt? Nee. Also gut, die Jungs sind manchmal ein bisschen laut und unter uns gesagt ziemlich frech. Aber gewalttätig. Also soweit ich das beurteilen kann, nicht. Aber gut, man weiß ja nie, ne? Es gibt ja Sachen, die glaubt man gar nicht. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Franziska hier. Kannst du bitte mal überprüfen, ob einer der Jungs von der Baumgarten vorbestraft ist? Okay, danke. Ich glaube, das wird eine Routine-Sache. Ich bin bestimmt bald wieder da. Okay, bis gleich. Hallo? Hallo? Frau Baumgarten? Frau Baumgarten. Er ist nochmal wiedergekommen, um meinen Koffer zu holen. Und er hat auf mich eingeprügelt, als ich sagte, dass ich die Polizei gemacht habe. Franziska hier. Wir brauchen einen Krankenwagen. Hey. Sollen wir ein Stück gehen? Und, wie weit bist du? Bald dritter Monat. Ich muss mich jetzt schnell entscheiden. Wie? Na, ob ich es kriegen soll oder nicht. Und was ist mit Frank? Was hat der dazu gesagt? Der spinnt total. Der will's nicht. Soll's wegmachen lassen. Ich wäre nur schwanger geworden, damit er bleibt. Will der denn gehen? Hat er das gesagt? Was weiß ich? Du weißt doch, wie es in letzter Zeit ist. Wir sind nur noch wie Bankangestellte miteinander. So entspannt wie mit dir war er mit mir schon lange nicht mehr. Was willst denn du? Willst du mit ihm ein Kind kriegen? Denkst du, es ist gut, in dieser Situation mit ihm ein Kind zu kriegen? Klar, bist du wieder auf seiner Seite. Ach, Vera. Ihr seid echt ein super Team. Am besten wäre es gewesen, du wärst von ihm schwanger geworden. Luise. Entschuldigung, das war doch nur ein Witz. Vera, wenn du wüsstest. Das war ein Witz. Du warst nicht da. Nein. Warum warst du auch nicht da? Und dann ist es halt passiert. Und es sollte wirklich auch nicht nochmal passieren, aber es ist nochmal passiert. Und nochmal und nochmal und... Und jetzt bist du schwanger und... Vera, es tut mir so leid.
Und? Willst du mit ihm zusammenbleiben? Willst du mit ihm zusammenziehen? Willst du mit ihm zusammen sein? Du bist so eine miese, bescheuerte Schlampe! Vera!